Hallo, guten Tag, meine lieben Menschen da draußen. So, heute wird die Kartenlegung ein bisschen kürzer, weil ich habe heute einen Termin. Ja? Ja, und heute Morgen ging es mir nicht so gut, deswegen konnte ich noch nicht frühzeitig legen. Ja? Ja, in der letzten Zeit mache ich mir viel Gedanken über Gerechtigkeit und alles. Ne? Jo, da geht mir immer so das Lied da durch den Kopf. Ich weiß nicht, ob du es hören willst und ob es dich auch gibt. Ich weiß nicht, ob so ein Gott auch Menschen wie mich liebt. Ausgestoßen und geächtet gehören wir nicht dazu. Doch ich sehe in deinen Augen, ausgestoßen warst auch du. Gott, deine Kinder flehen dich an, zeige die Gnade, die sie nie gekannt. Sie brauchen die Kraft, diese Welt zu verstehen. Gott, deine Kinder, sie wollen dich sehen. Ja, es ist halt viel Toxisches auf der Welt. Viel, die wohl in toxischen Beziehungen hocken. Man hat wirklich den Eindruck, ne, es gibt sie fast nur noch. Ne? Und alles, was liebenswürdig und menschlich ist, ne, ist mittlerweile eine Rarität. Ne? So, wir gucken mal heute. Ne? Mit dem Cloudburst-Orakel von Dati Breitenstein. Und dann habe ich die Lenormand von Angelina Schulze. Ne? So, gucken wir mal. Wir lassen einfach mal so fallen. Was will Gott uns denn sagen, ne? Im Namen Gottes. Was will Gott uns sagen? Ja, die nehmen einem auch die Luft, ne? Also gerade diese toxischen Leute, die sind ja so schlimm, ne? Die nehmen ihren Opfern. Und was anderes ist man bei denen nicht, ne? Also am Anfang sind die wie Raubtiere, ne? Die, wo sich quasi da so ihre Opfer da aussuchen, ne? Da gucken die, mit wem habe ich leichtes Spiel, und dort schleichen die dann hin, ne? Wie eine Hyäne. Und da machen die Opfer da fertig, ne? Jo, und wenn die Opfer dann krank werden und Mitleid erwarten, da kommt gar nichts, ne? Da werden die doch schlimmer. Die sind auch feige, ne? Im Namen Gottes. Ich hab dich fassen, ne? So, was ist denn wichtig? Jo, ein Partner. Ja. Ein Partner. Der, wo viele Gefühle in dir auslöst, allerdings keine guten. Ängste, ne? Jo, jemand, der wo dauernd Anerkennung will, Lob und Anerkennung, Narzisst, ne? Jo, selbstempfindlich ist, aber auf der Seele von anderen rumtrampelt. Ne? Hier geht es aber auch darum, dass in dir wieder romantische Gefühle für jemand Neuen eventuell hochkommen. Ne? Nicht für diesen Partner. Ne? Du bist sensibel, achte mal auf deine Träume, ne? Auf deine Intuition. Innerhalb einer Mondphase, ne? Ja, kann sein, dass du durch einen solchen Partner depressiv geworden bist. Ne? Weil der kein Einfühlungsvermögen hat, kein Verständnis. Du verfügst über mediale Fähigkeiten, ne? Ja. Ja. So, und da im Namen Gottes kommt eine Veränderung rein. Neue Möglichkeiten, ne? Ein Wechsel. Noch im Frühling, weil Stärke, die kommen ja im Frühling, ne? Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lange die bleiben, ne? Kann sein, dass du umziehst, Stärke ziehen ja auch wieder weg, ne? Ja, hier hast du es mit jemandem zu tun, der wohl extrem flatterhaft ist, ne? Oft seine Meinung ändert, immer gerade so, wie es ihm in den Kram passt, ne? Ich rede hier mal aus der Sicht einer Frau, Männer bitte rumdrehen, ne? Also hier kommt eine positive Veränderung im Namen Gottes, die wo dich in dein Glück führt, ne? Ja, vielleicht, eine neue Partnerschaft. Wir gucken mal, ne? Im Namen Gottes. Was ist denn noch wichtig? Was will Gott dir sagen?
Jo, glückliche Veränderung, überraschend, etwas, wo in die Freude führt. Und wenn du jemanden Toxischen hattest, Psychopath, Soziopath, Narzisst, ne, da glaubst du da gar nicht mehr dran. Das ist für dich wie ein Geschenk, ne, dass du mal Menschen kennenlernst, die wohl liebevoll sind, ne. Ja, außerdem bist du sehr Kreativität, ne, du hast so einen bunten Strauß, kreativ. Einen bunten Strauß an Fähigkeiten kannst du bei diesen toxischen Leuten auch nicht leben, weil die machen das aus Neid, weil die nichts können, machen die dir alles kaputt, ne? Dann wirst du krank gemacht und dann kannst du das nicht mehr leben, ne? Ja, also hier kommt überraschend etwas Schönes, ein Geschenk auf dich zu, ne? Ja, genau, Einladung, Besuch, ne? Glücklich, Freude, ja. Und dafür wird etwas in einer Partnerschaft oder Familie oder beruflich oder irgendein Vertrag wird beendet, ne? Also der Sarg ist immer auch eine Transformation, eine Veränderung, ne? Ein freudiges Ende, ne? Von jemandem, der wohl dich sehr schlecht behandelt hat, ne? Da kriegst du neue Möglichkeiten, hast mal Zeit für dich. Kann sein, dass du dich kränklich, müde, schlapp und lustlos fühlst, ne? Dass du mehr schlafen willst, ne, so geht's mir, ich habe ja fortgeschrittenen Burnout, bin total müde, ne, ja, ja, du bist hier auch in einer Sackgasse gelandet, ne, also das mit dieser Person wird beendet, so, gucken wir mal weiter, wo ich mal die anderen Karten, also hier hat jemand, eventuell sogar, weil ich den Mond hier liegen habe, ne, bei dir schwere Ängste, eventuell Panikstörungen oder sowas hervorgerufen, ne? Sind ganz böse Leute. Die schleichen sich da als dein Retter und Helfer und als dein Seelenpartner, wo sie sich verkaufen an. Aber in Wirklichkeit haben die mit dir nichts Gutes im Sinn. Im Namen Gottes. Oh, jetzt passiert ein Wunder. Ja, vielleicht glaubst du da nicht mehr dran, dass du da aus diesem unendlichen Kreislauf, wo die dich eingesperrt halten von Krankheit, schlechtem Bösen, ne? Das sind ja seelenlose, leere menschliche Hüllen, ne? Ja, die, wo ja überhaupt gar nichts Menschliches in sich haben. Deswegen sind das für mich auch seelenlose, ne? Weil ein Mensch hat Gewissen, hat Mitgefühl, Verständnis, hat Empathie, ne? Und wird sowas nicht machen. So, da kommst du jetzt raus, ne? Das Unmögliche wird möglich. Plötzlich tut sich ein neuer Weg für dich auf und jemand kommt dir zu Hilfe in einer extrem festgefahrenen Situation. Im Namen Gottes, weil du auserwählt bist, ne? Arche Noah. Noah wurde ja auserwählt, Tiere und Menschen zu retten, ne? Ja. Die Erde war ja die Menschheit oder das, was auf der Erde da rumkreuchte und fleuchte. War ja so bösartig geworden, da hat Gott das ja mit einer Flut beendet, ne? Ja, natürlich fragst du dich, warum ich, warum passiert mir das gerade, ne? Ja, weil du ein Auserwählter vielleicht bist, ne? Ja. Im Namen Gottes, Gottes Gnade wird dich treffen. Wenn du jetzt nicht wieder umkehrst, erwartet dich ein Wunder und wieder Wunder, ne? Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen können sie geschehen. Wunder gibt es immer wieder, wenn sie dir begegnen, dann wirst du sie auch sehen. Im Namen Gottes. Ja, im Moment befindest du dich so in einem Schwebezustand, ne? Jo, ist doch etwas in der Schwebe, ne? Und noch nicht endgültig entschieden. Versuch entspannt und leicht zu bleiben, was bei diesen toxischen Leuten so gut wie gar nicht der Fall ist, ne? Ja, da bist du Zielscheibe. Guck mal, von allen Seiten kommen die schweren Pflöcke, ne? Du wirst gerade auf eine große Aufgabe vorbereitet. Nur wer solche Angriffe übersteht, ne? Und man sagt ja nicht ohne Grund Überlebende von Narzissten, Psychopathen und Soziopathen, ne? Erreicht das nächste Level. Also es geht für dich aufwärts, ne? Im Namen Gottes. Was will Gott dir denn noch sagen? Optimistisch.
Versuch, guck mal, du hast den Kopf voller Wolken, ne? Kinder, die erleben ja, manche Kinder schon, aber wenn sie noch nichts erlebt haben, die haben Fantasie, die sind lichtvoll, ne? Ja, mach dir keine Sorgen, ne? Mach das Beste aus einer Situation, sie wird bald zu Ende sein, ne? Ja. Im Namen Gottes. Was ist denn noch wichtig? Nichts und niemand wirft dich aus der Bahn, du bist beschützt von Gott, ne? Und am Ende wirst du aufrecht stehen, ne? Ja. Sei furchtlos, ne? Ja. Habe den Mut, dich zuerst der unangenehmen Seite in deiner Angelegenheit zu stellen. Ja, das siehst du ja jeden Tag, wenn du mit toxischen Leuten zu tun hast. Da wirst du ja immer mit den unangenehmen Seiten des Lebens, so wie sie normalerweise nicht dauerhaft sind, da konfrontiert, ne? Ja, also sofort danach wendet sich das Blatt. Wenn du durch deine Angst durchgehst, da kann sie dir auch nicht mehr gefährlich werden, ne? Die Hopi-Indianer haben ja schon gesagt, ne? Wenn das Böse seine Macht verliert, schickt es noch Angstbotschaften über die Welt. Und wenn eine toxische Person merkt, dass sie keine Macht mehr über dich hat, ne, da macht sie dir Angst, ne, und hält dich da drin gefangen. Ja, diese Situation im Namen Gottes ist doch unbrauchbar geworden. Geh für diese Leute nicht mehr weiter. Es lohnt sich nicht. Hier gibt es nichts mehr für dich. Ne? Im Namen Gottes. Noch eine Karte. Strahlkraft. Ah! Wer auch immer gerade versucht, dich zu bekämpfen oder dir was neidet, niemand kann dir das Wasser reichen. Versuch daran zu denken, ne? Toxische Leute sind ja wie diese Krokodile im Wasser, ne? Ja, die warten ja darauf, wann sie zuschlagen könnte, ne? Im Namen Gottes. Ich hab die gefressen. Die sind wie Chamäleons, ne? Die passen sich immer wieder an, ne? Um dich halt eben im Kreislauf gefangen zu halten, ne? Aber jetzt kommt ein Lichtblick, ne? Deine Suche ist bald beendet, ne? Jetzt erhältst du deine Antworten und dann wirst du auch dein Ziel erreichen. Guck mal, es ist nicht mehr weit, ne? So, Moment, ich muss mir Nasenspray in die Nase machen. Kriegt nämlich keine Luft. Und wenn ihr merkt, dass jemand toxisch ist, euch anlügt, euch betrügt und da permanent mit Ausreden kommt, lasst euch das nicht bieten, ne? Bleibt dort weg. Sofort beenden, sobald ihr auch nur einmal miserabel behandelt werdet, ne? Im Namen Gottes. Jo, du bist müde. Guck mal, ne? Auf dem Würfel schnarcht das Männchen, ne? Ja, es kann sein, dass du durch toxische Leute sehr müde geworden bist. Wenn du dort in einem Burnout bist oder bist schwer krank, ne, da trampelt die ja noch mehr auf dir rum. Du kannst den ganzen Tag schlafen, ne? Ja. Aber von Gott sind da die Würfel gefallen. Es kommt zu einer Veränderung und du kriegst auch Hilfe und neue Gelegenheiten, ne? Der Spazierstock sagt auch, dass jetzt Hilfe auf dich zukommt, ne? Ja, die geistige Welt zaubert, ne? Um dir endlich das zu bescheren, diese Freude, das Glück und die positive Veränderung, die wo du verdient hast, ne? Ja, am Schluss wirst du glücklich sein, das Ganze wird für dich wie ein Geschenk sein, ne? Und wird überraschend passieren, im Namen Gottes. Also ich hätte auch nicht gedacht, ne? Wie schwer krank man durch diese giftigen Leute wird. Und die haben auch nichts anderes in sich wie Gift. Ne? Im Namen Gottes. Aber wir leben in der Offenbarung. Ne? Denen geht es jetzt an den Kragen. Jo, spontan. Ne? Wird ein Rivale oder Rivalin, wo nur Schwierigkeiten, Komplikationen, Unsicherheiten, Unklarheiten und eigentlich nur Wolken um den Kopf weggehackt, ne? Dieser jemand legt dir Steine in den Weg, ne? Möchte nicht, dass du vorwärts kommst. Das wie ein riesengroßer Berg steht das vor dir, ne? Das wird weggekürzt, ne? Ja.
Dieser jemand, der streitet auch vielleicht dauernd mit dir. Nur streitbare Kommunikation. Ein Narzisst, Psychopath oder Soziopath ist ja nicht imstande, sich normal zu unterhalten. Ne? Da kommen auch immer die einzelnen Sätze. Ne? Da kommt es zur Reinigung, zu einer positiven Veränderung für dich. Ne? Ja, da wirst du krank durch die. Ne? Wenn du das merkst, lauf und such dir Hilfe. Ne? Im Namen Gottes. Weil die suchen sich nämlich immer nur Leute aus, wo sie wissen, dass diese Leute keine Hilfe haben. Ne? Im Namen Gottes. Gucken wir mal. Jo, du bist die Rose. Du sollst endlich mal erblühen. Ne? Ja, im Moment bist du noch im Dornröschenschlaf. Ne? Umringt von einer Dornenhecke von Toxischem. Aber hier kommt jemand, der wo dir helfen wird. Ne? Ja. Schmetterling, ja, es kommt zu einer positiven Veränderung, ne? Zu einem Wandel, zu einem Wechsel, ne? Ja, auch in der Liebe, ne? Es kann sein, dass das auch ein Liebespartner ist oder mal war, wo dich so schlechter behandelt. Da kommt eine Veränderung rein, ne? Eiffelturm. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, lief nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals wirklich frei. Ne? Ja. Da kommt aber was, ne? Hier wächst was und gedeiht was. Siehst du vielleicht nur noch nicht, ne? Also die geistige Welt sieht auch, um Gott, dass du hier in einer Dürre bist. Hier habe ich wieder den Kaktus. Du hast gar nichts, ne? So, und zusätzlich, dass du da durch die Wüste da kriechst und hast überhaupt nichts, keine Liebe, kein Verständnis, kein Mitgefühl, keine Hilfe, keine Gesundheit, kein Geld, ne? Vielleicht sogar so wenig zu trinken und zu essen, ne? Das sieht die geistige Welt, ne? Ja. Die möchte haben, dass du in einen Neuanfang gehst und du willst das auch selbst und der wird auch kommen und der wird freudig werden, ne? So, was ist denn das? Sieht auch aus wie eine Krone. Ja. Ja. Sieht aus wie ein Hut. Ja. Aha. Ja, schütze deinen Kopf, ne? Mhm. So, jetzt höre ich auch einmal diese. Im Namen Gottes, was will Gott dir noch sagen? Ja, das hier, was wächst und gedeiht, ne? Du hast es hier mit jemandem zu tun, der maßlos ist, ne? Ja, genau, sehr maßlos, ne? Die sind ja auch diese toxischen Leute, was ich da gelernt habe durch das toxische Umfeld, ne? Die sind maßlos in allem, maßlos in ihren Züchten, maßlos beim Essen, maßlos, wie sie sich andere gegenüber verhalten, ne? Aber die werden sich verzetteln, ne? Hier wird Ordnung geschaffen. Für dich geht's um Heilung, ne? Du bist auch in der Vorbereitung, ne? Und die Ergebnisse stehen unmittelbar bevor, ne? Ja, dein Privatleben soll sich verändern, ne? Du sollst Schutz haben, Stabilität, ein festes Fundament. Selbst hast du auch eine gute Basis geschaffen, ne? Hier will dich aber jemand durch Mauern begrenzen, ne? Ja, genau. Im Namen Gottes bin nur eine letzte Karte. Ja, und mit dieser Karte hören wir auf. Es wird alles gut. Du gehst in deine Wunscherfüllung, sehr überraschend, in die Freude, positive Veränderung, dann wirst du wieder Energie haben, die Energie zapfen die dir ja auch ab, ne? Also man sagt ja nicht ohne Grund so Narzissten, Psychopathen, Soziopathen, Energievampire, deswegen hängst du auch wie ein nasser Waschlappen da über dem Tisch und schleppst dich da durch die Wohnung oder durchs Leben, ne? Ja, hier kommt was Schönes auf dich zu, Wunscherfüllung. Versuch es wie die Sonnenblume zu machen, ne? Die dem Gesicht der Sonne zuwenden, damit der Schatten hinter sie fällt. So, dann danke ich euch mal wieder fürs Zuhören. Ich wäre fertig mit der Legung.
Ich freue mich wie immer über ein Like, einen Kommentar, wenn du meinen Kanal abonnierst, Glocke aktivierst. Da kriegst du die Videos auch immer angezeigt, ne? So, ich habe noch eine Karte gezogen. Es geht um deine Herzheilung, ne? Hier hat jemand dein Herz schwer verletzt, ne? Und das machen diese toxischen Leute, ne? Wir haben ja oben für die bist du Zielscheibe, ne? Von ihrem extrem miserablen Charakter, ne? Ja, und hinterher wird alles bedeutungslos sein, ne? Ja, genau. Du gehst in die Heilung, ne? Gott, ich verlange gar nichts für mich, doch ich kenne so viele, viel ärmer als ich. Hungrig, verachtet, gehasst, schikaniert. Hast du vergessen, wir hängen an dir. Ich weiß nicht, ob dein Segen für alle Menschen gilt, doch erlaube mir die Frage, Gott sage, wer soll das ertragen? Gott, deine Kinder, sie kennen nur Zorn, wünschen sich manchmal, sie wären nie geboren. Viele verzweifelt, sie geben nicht auf. Hör auf die Kinder, sonst stößt du sie aus. Wir hoffen, wir beten, wir brauchen dich sehr. Hast du vergessen, wir hängen an dir. So, mit diesem Liedchen end ich. Ja? So, dann wünsche ich euch mal noch einen schönen Tag. Lasst euch von diesen toxischen Leuten nicht unterkriegen. Sucht euch richtige Menschen, liebenswerte Menschen. Die Toxischen kriegen ihr Karma. Ja? So. Tschüss.